So, willkommen zurück hier bei der guten Engelsburg. Wir wollten in diesem Video die Engelsburg nun endgültig erklimmen. Ja, oder werden wir schon von irgendeiner Wache gesehen? Nein, ihr kennt mich nicht. Uiuiui. Ja. Ist aber mein Problem. Jedes Mal derselben Stelle. Nee, wir müssen runter. Aua. Na super, jetzt alles kaputt. Komm, 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 komm. Mann, oh Mann, oh Mann. So viel zu unbemerkt in die Burg eindringen. So, ich will jetzt einfach nur hier rüber. Da können die da unten auch gerne am Leben bleiben. Die werden wohl kaum hier hochgucken. Davon gehe ich einfach mal aus, dass sie das nicht tun werden. So, ja, kleiner Fail-Einstieg, okay. Unbemerkt ist anders. Wir waren hier stehen geblieben und wollten auf jeden Fall jetzt in die Engelsburg eindringen und Cesare und Rodrigo Borgia suchen. Ja. Sauber, Ezio. Perfekt. Hier noch rüber. Perfekt. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. So, ja, das war Lucrezia Borgia. Einige von euch fragen sich jetzt sicherlich, Lucrezia Borgia? Cesare Borgia? Rodrigo Borgia? Da ist doch irgendwas falsch, oder? Ja, die Begründung ist ganz einfach. Lucrezia und Cesare sind beides die Kinder von unserem guten Rodrigo Borgia, dem Templer. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Und somit... Ja, heißt also im Nachhinein, gerade eben war es eigentlich eine Zugabe, dass Cesare mit Lucrezia eine Beziehung führt, obwohl sie Geschwister sind. Und jetzt muss man bedenken, wir befinden uns hier gerade in einem christlichen... Ja... In einer christlichen Kirchenanlage. Und der Glaube verbietet ja, soweit ich weiß, oder? Inzucht ist doch verboten, oder? Meine ich zumindest. Öffnet die Zelle. Da haben wir wieder Lucrezia. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gib mir den Schlüssel. Okay, Lucrezia hat also den Schlüssel. Gut zu wissen.
Katharina Sforza aus ihrer Gefängniszelle befreien. Okay. So, und somit verstoßen im Nachhinein die Kinder des Papstes gegen ein christliches Gebot. Ich meine zumindest, dass es so ist, dass im christlichen Glauben das nicht erlaubt ist, dass Kinder miteinander, Geschwister miteinander, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Okay, hier seht ihr sehr interessant, wir sind hier schon ziemlich weit oben auf der Engelsburg. So, die plündern wir mal eben, hier bräuchte ich ein paar Armbrustbolzen, Ravelle. Sehr schön. Hier haben wir den Vatikanstaat mit dem Petersdom. Und da haben wir das normale Rom, sag ich mal. Hier ist es der Vatikanstaat, der noble Staat der Gläubigen und hier natürlich die Engelskirche. Aua! So, plündern wir seine Leiche auch mal eben. Sehr schön. So, hier runter. Schauen wir mal, was der Schönes dabei hat. Oh, leider keine Armbrustbolzen. So, und hier geht es jetzt schon ins Innere der Engelsburg. Und schließlich hinunter in die Verliese. Ja, den plündern wir auch mal eben. Armbrustbolzen mal 1, Medizin mal 2, sehr schön. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was? Sehr schön. Leider nur 50%. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ha, der war gut. Feme Fetale, das denke ich mal italienisch, den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Ja, also wenn wir das nicht hinbekommen, dann... Ja, dann sollten wir uns wirklich mal Sorgen machen. Schwer ist das nämlich wirklich nicht. So. Ich denke mal, wir müssen wieder hier raus. Auf den Balkon. Wir müssen auf die andere Seite, okay, ich verstehe. Müssen wir hier mal eben hoch. Perfekt. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Okay. Brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns... Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Da steht Ezio doch. Wie auch immer der jetzt so schnell hingekommen ist. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora. Und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Lucrezia konfrontieren. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Einer ist schon mal tot.
Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. So. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Nehmen wir Lucretia mal einfach mit. Wir machen es mal ganz einfach hier. Da ist er, Laju. Ja, komm schon. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Willkürlich ist falsch ausgedrückt, meine Liebe. Wisst ihr, was aus den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Jetzt wirst du. Kommt schon. Na komm. Nein, du bleibst hier. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Peng! Einfach so. Jetzt stirbst du. Bleibt schön hier. Hast du gehört? Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Sie fühlt sich aber auch ganz schön schlau, muss man sagen. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Also Lucretia scheint... Sind leichte Ziele. Gute Familie zu sein. Was soll's, meine Worte sind vergeudet. Hypocrita. Hundertprozentig synchronisiert. Salute, Lucretia. Ich habe euch vermisst. Vai a farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Katharina. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Mit Katharina aus der Burg fliehen und die Stelle erreichen. Nicht entdecken lassen. Das wird eh wieder gewaltig schief laufen. Das wisst ihr bereits. Ja. Sag ich ja. Ich sehe ihn. Da. So, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Sie kann nicht laufen, weil Lucrezia ihr, ich denke mal, den Oberschenkel gebrochen hat oder verstaucht hat mit dem Schlag. Warum rettest du mich? Ohne Formel bin ich nutzlos. Mit der Metallstange. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Was tut ihr denn, Ezio? So. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Vorfeld zu schützen. Na komm. So, weiter geht's. E la politica. Natürlich, ich wusste es. Du musst nichts erklären. Den will ich mal gerne so ausschalten mit der Faust. Das war jetzt ein Bug, habt ihr das gesehen? Naja, okay. Da sag ich nicht zu. So. Adios, Katharina. Wag es nicht.